Hier in der Heizzentrale der Nahwärme St. Anton sieht man, dass der Baufortschritt schon sehr zügig vorangeht. Es ist die Kesseltechnik bereits installiert worden. Es ist der E-Filter, der dann auch das Rauchgas reinigt, installiert worden. Die Rauchgaskondensationsanlage und hinter uns die zwei Pufferspeicher. Und das Ganze wird jetzt auch fertig komplementiert. Und Anfang Oktober beginnt die Wärmelieferung zu den ersten Wärmekunden. Sehr positiv erwähnen bei diesem Projekt kann man sicher die gute Zusammenarbeit der Firmen, die hier gemeinsam schaffen. Egal, ob das jetzt die Hochbaufirmen war, der Tiefbau, der Rohrbau oder auch die Anlagentechnik. Es ist hier ein sehr gutes Zusammenarbeiten und auch eine sehr gute Resonanz von der Bevölkerung, wie gearbeitet wird. Ganz wesentlich ist auch, dass wir in St. Anton die modernste Filteranlage installiert haben. Das ist ein Elektrofilter, der den Feinstaub wirklich auf 10 Milligramm pro Normkubikmeter herausfiltert. Und somit einfach eine minimale Belastung der Anrainer gegeben ist. Anstatt des Ölkessels wird beim Kunden dann eine Fernwärmeübergabestation installiert. Und diese Übergabestation gibt die Wärme von der Fernwärme, vom Fernwärmenetz dann an die Anlage des Kunden über. Diese Übergabestation bleibt im Eigentum der NWSA und wird auch von der NWSA gewartet. Von der Größenordnung ist es jetzt eine 30 kW Übergabestation, ist klassisch für ein Einfamilienhaus. Und hier fließt das Wasser über das Regelventil durch den Wärmetauscher, da wird die Wärme an das Haus übergegeben zum Wärmemengenzähler und mit dem Wärmemengenzähler wird dann nur die tatsächlich abgenommene Wärme mit dem Kunden verrechnet. Durch den Einsatz von erneuerbarer Energie wird die Wärme, die mit dem Heizwerk erzeugt wird, als CO2-neutral eingestuft. Und gegenüber Öl und Gas, das ja politisch immer mehr an den Rand gedrängt wird und wo man eigentlich weg will davon, kann man sagen, dass hier für die Kunden eine Wärmeversorgung entsteht, die nachhaltig und CO2-neutral gegeben ist. Aus unseren Erfahrungen bei weiteren Projekten am Arlberg kann man sagen, dass über die Jahre immer mehr Kunden begeistert werden können für die Fernwärme und auch die Anschlussdichte über die Jahre in der Regel stark ansteigt.